Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Kettle am Kopf. Heute mit Szenarien. Wir haben jetzt die drei Voraussetzungen geschafft. Auch kann man hier theoretisch direkt anklicken, die nächste Teilung. Ich habe es auch mal mitbekommen jetzt beim Anschauen der Videos. Also, wir beginnen heute mit Szenario Nummer 1. Und zwar von der Aussaat bis zur Ernte. Der Winter war hart, aber den letzten Frost sollten wir hinter uns lassen und können nun anfangen, die Saat auf die Felder zu bringen. Hoffentlich hat der Händler die bestellten Maschinen schon einsatzbereit, damit dieses Jahr Gerste und Mais pünktlich aussehen können. Wir haben einen engen Zeitplan. Ein Enkel ist nicht gut. Ne? Wir können hier 500 XP bekommen. Muss ich aber sehen. Ich weiß auch nicht genau, wozu die Dinge gut sind. Wahrscheinlich später, um Ansehen zu bekommen. So vermute ich mal ganz stark. Ob das so ist, weiß ich noch nicht. Aber das denke ich mal, wird so sein. Vermute ich mal. Wir beginnen mal. Das heißt, Aussaat, Mais und Gerste. Grunde, ja, was wir bisher mal gemacht haben, mehr oder weniger. Und ich muss mal schauen, wie lang die Folgen wären. 180 Minuten ist das kalkuliert bis 210. Gehen wir ein bisschen mehr von aus. Das könnte auch sein, dass wir da ein bisschen länger brauchen. Schauen wir mal. Drei Folgen hinbekommen oder vier, mal sehen. Ich glaube eher vier, ne, dass wir da fließend arbeiten können. Die wollen ja die XP ja verdienen, ne? Denkt man, die brauchen wir für die Karriere, um alles ja auch kaufen zu können und auch zu dürfen. Es gab ein Update hier, ein Hotfix, ne? Gestern, da wurden ein paar Fehler behoben. Ja, gut. Ne? Der Professor Farmstein sagt, oioi, hänge das Zirkon Saphir kommt am Händler an. Am Händler an. Fahre. Machen wir mal, ne? Also, diesen Szenario wirst du dich um die Saat und später die Ernte zweier Felder kümmern. Als ersten Schritt wirst du nun ca. 0,1 Hektar Sommererste sehen und ca. 1,1 Hektar Mais legen. Du bekommst Maschinen dafür vom Händler gestellt, weil du bald die neue Technik, achso, weil du bald in neue Technik investieren wirst und du diese Maschinen ausprobieren möchtest. Zwei Flächen sind vorbereitet, das heißt für dich mit dem MB-Trakt, dem Lenken, Säckel, Zirkorn und Saphir abholen und dann kannst du schon die Aussaat loslegen. Wenn du nicht mal genau weißt, was du zu tun hast, manche Schritte können ausgeklappt werden, um mehr Teil zu bekommen. Immer indem man auf den Beschrifttext klickt, achte auf die ausgeklappten Pfeil. Ja, weiter. So, unser schöner Hof, ne? Hier, Schnuffi ist auch da. Ja, genau. Wir sollen so hinlaufen da oder mit Traktor? Hänge. Ach so. Gut, dann im Anhängen soll man mit Traktor einsteigen, ne? Jetzt geht aber Straße umher, typisch. Na, geh mal weg. Wir haben auch einen Vogel hier. Irgendwie. Bist du für eine? Oh. Gut. Die haut ab. Vogel ist wie eine Maus. Oh, genau, die Mieze sagt auch im Miau. Protestiert auch. So, ich steige mal ein. Wir machen es mal herkömmlich mit E. Geht Lenkung? Ja, Lenkung geht nicht. Merkwürdig. Das muss ich irgendwie noch hinkriegen. Ups. Hänge. Wo ist das? Da hinten. Also wir haben Frühling. Wir haben jetzt den 1.4. So, am Händler an. Da muss es mein Traktor sein. So. Oh, hier ist der Hase. Der hat es, glaube ich, überlebt.
Ey Leute, ich habe die Dinger gekriegt, die Bezeichnung. Ich habe im Menü mal geguckt und mal ein bisschen durchgelesen. Das haben wir schon mal hingekommen. Die ganzen. Ja, der Händler ist ja optimistisch mit 8.100. Jo. Lass mal nicht glauben, dass wir was kaufen werden, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir was kaufen werden. In diesem Szenario. So. Da die Lenkung nicht geht, das ist schlecht. Gib ich ehrlich zu. Bin mit Lenkung ganz gut gewohnt, bisher zu fahren. Besonders hier Maschinen und so. Na, wo ist das gute Stück? Ach, da vorne nicht. So, komm mal. Dahinter irgendwo. Hätte euch hier vorne hinbringen können, ne? Aber schon mal eins haben wir geschafft, dass wir die ganzen diese Hilfstexte weg haben, ne? Das ist ja interessant, vielleicht für den Entwickler, aber für mich nicht. So. Denke daran, dass die Kreisecke einer Lenkung zirkeln zuerst an den Traktor angebaut und damit die und dann die, und danach die Sämaschine. Eine Lenkung Saphir an die Zirkon angebaut wird. Ja, die Beine haben ordentlich Gewicht. Auf die Waage bringen ist ein 2000 dabei zu. 2000 Kilo? Na, bin ich aber skeptisch, ob das wirklich 2000 sind. Nur sonst hätten wir es ja nicht gehabt, ne? Oh. Jetzt sagen wir, ja, Farmstein ist gut. Ich könnte mein Gesicht auch zur Verfügung stellen. Der Professor steht, ne? Geht schon. Ne? Rückwärts fahren, Junge, rückwärts, nicht vorwärts. So. Fahr mit der Saphir zum Gerstenumstadt. Ich war drinne? Ich glaube nicht. Landwirte haben sich in der Genossenschaft zusammengeschlossen, um Angebot und Nachfrage in der Landwirtschaft damit die Marktstellung über den Handel und Industrie zu stärken. Ihre Mitglieder und damit ihr Eigentümer sind Landwirte, Fischer, Gärtner und Winzer. Bei der Genossenschaft kannst du Saat und Dünger und Pflanzenschutzmittel kaufen. Achso, ich soll kaufen. Wo ist denn das gute Stück? Wir folgen mal der blauen Linie, der unsichtbaren. Dazu fahren wir wieder auf die Hauptstraße. Ja, genau. Könnten wir automatisch fahren lassen, ne? N und T. Irrtum, fährt nicht. Na, kommt Verkehr? Links, rechts, nicht? Links auch nicht.
Ich weiß nicht, wieso Lenkrad nicht geht. Keine Ahnung. Muss ich mal in einer Aufnahmepause kurz mal nachgucken. Ich möchte auch die Folge nicht so lange machen, ne? Also höchstens eine halbe Stunde, so ungefähr. Alles andere wäre, ja, wie ein Livestream, ne? Ich habe die Grafik auf der höchsten Stufe eingestellt. Ich denke, mein Computer packt das. Ich denke mal, nachher, wenn das Getreide wächst, nachher wird es ein bisschen schwieriger. Aber abwarten, ne? Wenn es ruckelt, können wir immer noch zurückstellen. Müsst ihr mal mein Programm nebenbei laufen lassen, damit man das sehen kann, ne? Was wie wo Leistung gebraucht wird. Und aber das kann ich nicht machen, wenn ihr dabei seid. Das ist dann zu viel bedeckt. Da kann man die Schrift oben links dann auch ein bisschen schlechter lesen. Weil da die ganzen Anzeigen dann da sind für ja, die Werte halt, ne? Grafikkarte, Prozessor, FPS, Diagramm dafür, so. Und all sowas, ne? Temperaturanzeige, hören. Die Grafikkarte, die RAM-Zahl und so. Und mit Maus kann man auch ganz gut fahren, mit Tastatur. Geht ja nicht anders, ne? Wenn man auch nicht geht, muss ich auch nochmal rausfinden. Irgendwann mal. Also ich habe eine Genossenschaft. Könnte auch ein normaler Händler sein, ne? Da sind wir. So, wir brauchen mit Gersten aus Saatgut. Das ist auch nicht schlecht. Also eng. Streng muss ich nehmen. So, Gersten. Gersten Saatgut. Tankmenge 18.000 Liter. Noch wieder rein. Genau. Mein Magen meldet sich. Knurrt. Hat er Hunger? Mach ihn mal voll. Weiß nicht, welches Feld wir fahren sollen. Stimmt die 14. Das ist so eine Vorahnung. So. Oh, 36. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, das kleinste Feld, ne? Mit der richtigen Maschine geht es ja auch nicht leider. Ne? So, ist der voll? Ich war das faul. Das war voll, das wird nicht angezeigt. Doch, drin, ja, ist gut, okay. Wir fahren jetzt mit Feld, zu Feld 36. Karte, dann rechts. Also normalerweise würde ich das vorbereiten, indem ich die Saatgut mir vorher einkaufe, ne? Meinetwegen als Vorrat und genau an die Menge. Die weiß man eigentlich normalerweise im Groben, ne? Hier ist eine Reserve dazu. Und dann hat man das vorher eingekauft. Dann ist ja plötzlich einer sagt, oh, wir haben es nicht vorrätig, wir können es nicht liefern. Das ist ungünstig, ne? Als Bauer, wenn man beginnen will. Da können schon einige Tage entscheidend sein. So. Wir sind in verkehrte Richtung gefahren, Junge, oder? So, anscheinend. Ha. Das ist nicht schlecht. Die weichen mir aus. Das würde ich auch von mir tun. Ja. Muss man dazu sagen? Das ist schon mal was Positives, in Anführungszeichen. Ne? Das würde dir bei LS nicht passieren, dass er ausweicht. Du
Wird hier von der Straße geschossen dabei. Wie heißt das Flüssi denn? Die Weiße Elster. Hm, die Elster, das sagt mir was, die Weiße. Die mündet in der Elbe, glaube ich. Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder in der Ecke da oben. Könnte das sein. Das kann ich in der Autobahn auch kreuzen? Ich glaube schon. Das wird ein kleiner Fluss. So, guck mal eine Karte geradeaus. Jetzt mit dem Pferdegestüt, aha. Schöne Bäume haben sie hier. Schönes Holz. Aber fällen kann man nicht können. Oh! Der weicht auch wieder aus. Das ist auch gut. Noch 13. Ja, 100 Meter kann man sagen. Ne? So. Bremse, Junge. Bremse, Bremse, Bremse. Bei einem Feld wird immer ein Fork, wenn, wieso immer? Bei der Auswahl wird auch die Bodenbearbeitung Bodenbearbeitung suchst du dir zunächst die längste Seite des Feldes, die Haupttrackereinrichtung. Dann fährst du in Bahn auf und ab, wenn du immer zu Ende Bahn kommst. Naja, wenn du die langen Bahn fertig hast, siehst du zum Schluss die fehlende Fläche quer zur Richtung. Also jetzt Stoß. Das mache ich, wie ich das will und nicht wie er das will. Wer ist hier der Bauer? Ich hab da auch immer links und rechts genug Platz, ne? So. Bau. Hey. Hey. Gut, jetzt läuft die Sache. Ich habe X vergessen, ausklappen. Machen wir erstmal die Vorgewände, ne? Das war nicht so gewünscht. Aber danach geht's ja nicht, ne? Aber wir können ja kurz ausheben, ne? Kein Thema. Dann können wir so Ecke machen. Ob besser geht, mal schauen. Mal bremsen. So. Ne? Der Professor es haben möchte. Rückwärts stoßen. Ich hätte aber lieber erst die in der Mitte gemacht und dann die Außenbahn, ne? Na, rückwärts fahren, Junge. Geht nicht. Dann müssen wir vorwärts fahren. Wow. Wow. Okay. Also hier müssen wir nur oben schauen, dass wir den gelben Balken hinbekommen. Ist anders, glaube ich, nebensächlich. Wie schnell fährt er gerade aktuell? Um die 8 km/h.
Wir werden mal die Vorgewendebahn nicht machen. Wir werden erstmal innen drinne Aufsatz machen. Das heißt hier. Das hier nervt um links. Da kommen wir nicht hin. Starten. Zugmaul. Allrad. Und. Das war Traktor, ne? Ja. Und E ist die Maschine. Das ist jetzt starten. Ach so. Ja, das können wir machen, müssen wir nicht, ne? So. Da können wir nichts einstellen. Wir müssen nur die Fläche schaffen. Anne ist, glaube ich, nebensächlich. Ich glaube auch nicht, dass wir die Maschine einstellen können, glaube ich. So. Jetzt machen wir es innen drinnen fertig. Wie gesagt, es geht darum, beim Wenden ist es immer blöd, Anführungszeichen, ne? So, aufbauen. Weil damit. Jetzt kann ich das fahren schon. Denn. So. Mal aufrichten. Wie gesagt, ich werde mal das so gestalten, wie ich das mir denke. Dass wir erstmal innen drinne machen und dann hoch runter. Oder können wir auch die längste Bahn nehmen? Das geht auch. Dann haben wir zum Schluss nur die schmalen, die kurzen Enden zu machen. So, Gas geben. Oh ja, genau. Koppel anschalten. Wenn ich mal Flächen habe, dann müssen wir so eine Kleinmaschine nicht rumkleben, ne? Dann nehmen wir gleich die größere. Wenn wir das Geld für haben. Das glaube ich eher nicht. Das Geld für haben werden, aber. Hier werden wir auch über die Wiese fahren, was soll's. So. Ding hoch. Das können wir machen. Wenn das Feld mir gehört, können wir auch die Wiesen. Dann kommen wir da hin. Erst wird gemacht, wenn sie die Felder zusammenlegen. Wenn das geht.
Gas geben. Ja, tippt mal, wenn eine Formellänge ungefähr eine halbe Stunde. Die nächste auch, so dass wir mit der Mission Szenario schnell durch sind, ne? Dass wir schnell, so schnell wie möglich. Wollen ja was erreichen. Das viel auf dem Feld hin und her fahren ist gar nicht gut. Wenn man die Spuren hier sieht, ist das eine Katastrophe. So. So, Gas gehen, Junge, Gas. Da muss ein Bauer seinen Nebenerwerb. So kleine Flächen. Das macht man sowas in der Freizeit normalerweise, am Wochenende. Von leben kann man sicherlich nicht von der Fläche. Ich glaube, ich könnte Maschinen ein bisschen lauter machen, ne? Muss ich mal kurz näher testen. Könnte ein bisschen zu leise sein. Oh. Oh. Man kann dann zum Schluss mal hier die Bahn ja nachziehen hier außen. Ein, zwei Mal. Und dann ist halt auch gut, ne? Die Maus zurück. Das ist ja hier im Prinzip die reelle Zeit, ne? Genau genommen haben wir um 10 Uhr begonnen und jetzt ist 10.25 Uhr. Mittagspause bald, ne? Das holde Weib mit dem Mittagessen. Kommt keiner hier. So. Die andere Richtung wieder. Normalerweise macht sowas Kursplay bei mir. Also pro Quadratmeter 300 Körner pro Quadratmeter. Aha. Wer zählt denn die denn? Man ist ja mal schön als Info so sehen, ne? Hauptsache der Sprit reicht hier, sieht schon eng hier. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge. Oh, ein Reh, noch ein Reh. Da musst du mehr aussehen, da sind da Fresser bei. Ja, dann schauen wir mal, ne, die nächste Folge weitergeht. Hier auch Feld Nummer, ja, keine Ahnung, 36 glaube ich, ja, 36. Kleines Feld. Aber wie gesagt, mit dem kleinen Gerät ist ein großes Feld, ne. Ja, dann tschüss. Ciao, ciao. Und auch schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, ja, wo auch immer, ne. Tschüss.